die erste Begegnung mit Sven Schoker hatten Sabine und ich im Oktober vergangenen Jahres bei einem Gespräch auf dem Wochenendgrundstück seiner Eltern. Sven Schoker, der bereits deutschlandweit, aber auch zum Beispiel in der Schweiz seine Fotos ausstellen und aus seinem ersten Buch lesen konnte, hat im Sätzig-Magazin von den vielen Aktivitäten des Netzwerks erfahren und ja, hat angeregt, er würde doch hier gerne auch mal was machen wollen. Das haben wir heute organisiert und hier hinbekommen. Also, das Dankeschön geben wir natürlich zurück. Vielen, vielen Dank für den schönen, ja, für den schönen Abend, muss man ja sagen. Und wir freuen uns sehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Menge erwartet, aber meine Erwartung wurde übertroffen.